Moin moin, hallo und ein herzliches Willkommen. Wunderbar, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei meiner offiziellen Xbox Games Collection von A bis Z, die schon mittlerweile über 730 verschiedene Titel hat. Und heute möchte ich euch auch wieder ein Spiel daraus vorstellen. Es ist erhältlich im Game Pass und bei EA Play. Es ist Grid für die Xbox One. Und da schnuppern wir jetzt mal die ersten 30 Sekunden rein. Von daher, bleibt dran. Seid gespannt, bis gleich. So, wie versprochen, geht's jetzt los mit Grid für die Xbox One. Es ist ein Fahr- und Rennspiel im Bereich Simulation, Sport mit Action. Und dort wollen wir mal die ersten 30 Minuten reinschnuppern und legen auch direkt los. Und es beginnt. Series erwartet uns noch mehr Action, noch mehr Drama. Und das alles hier bei der WSR. Ah, geht direkt los. Paar Kamerawechsel. So, jetzt mal Gas geben hier. Eieieiei. Wow. Rückblende, fortsetzen. Rang 11, das ist schlecht. Es könnte besser laufen. Das ist die letzte Runde. Lass uns etwas an Boden holen. Eieieiei. Boah, mega Crash. Eieiei, da wollte ich zu viel, viel zu viel. Boah, Rang 12? Nee, 5. Das war Nummer 12. Huh, immerhin. Ganz schön schwer zu lenken. Sieht easy aus? Ist auch easy.
Das aber nicht, wenn man sich blöd anstellt. Nach Indianapolis. Und das wird ohne Zweifel sehenswert, Kristen. Das darf man echt nicht verpassen. Die Grid World Series aber ist zum Greifen nah. Und ich glaube, es wird einen heftigen Kampf um die Qualifikation geben. Macht wirklich Bock. Das ist sehr nah. Ich glaube, ja, das wird definitiv ein Überholmanöver. Der Wagen ist außer Kontrolle und das andere Team sieht seine Chance. Und sie krachen ineinander. Und mittendrin statt nur dabei. Yeah. Bist du da nur durchgekommen? Starke Leistung. Jetzt nutzt deinen Vorteil. Skill, Junge. Okay, du hast natürlich viele Möglichkeiten, den Windschatten zu nutzen. Fahr nah hinter deinem Vordermann und halte die Geschwindigkeit. Boah. Mega krass zu lenken. Alter, heftig. Aber irgendwie nice. Man darf echt nicht vom Gas gehen. Nicht vorbeilassen. Okay, weiße Flagge, weiße Flagge. Los, zieh an. Schön konzentrieren. Speed durch die Kurve. Also hätten wir viel eher fahren müssen. Einmal verlängert. Aber nicht vorbeigelassen. Und die Entscheidung fällt in Brands Hatch, Kristen. Lass dich von dem Wetter nicht täuschen, Alex. Trotz dieser grauen Wolken erwartet uns hier ein brandheißes Rennen. Die Pfützen auf der Strecke verleihen ihm zusätzliche Komplexität. Wer bei solchen Bedingungen dem Druck standhalten und gewinnen kann, der hat wirklich das Zeug für die Grid World Series. Legen wir also gleich los mit dem Finale. Halten Sie Ihre Regenschirme fest, es ist Zeit für ein Rennen. Regenrennen. Geniale Überholmanöver, das lief richtig flüssig. Hier wird gnadenlos mit ausgefahrenen Ellbogen gefahren. Einer der Fahrer kommt vom Asphalt ab. Das wird Zeit kommen. Jetzt geht's los. Du hast das wieder im Griff. Gib jetzt wieder Gas. Ey, ich bin Rang 10. Ich hab nichts im Griff. Boah, Karambolage. Windschatten. Ah, nicht genutzt. Oh, geh mal aus dem Weg. Oh.
Ich hab's kommen sehen. Ich glaube, du hast jemanden wütend gemacht. Wieso ich? Ich will noch an ihnen vorbei. Ah, fünfter. Ich kann dir Positionsupdates für Kollegen oder Rivalen geben, wenn du willst. Shit. Da müssen wir smoother durch. Wieder verkackt. Jetzt aber. Nein, Mann, was mache ich da? Ich muss früher an der Eisen. So, jetzt aber. Dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Egal. Ich bin Zweiter. Ich will das Finale gewinnen. Boah, geil. Mein Rival ist hinter mir. Oh, da bin ich gut durchgekommen. Ah, kriege ich die auf? Yep. Aber mein Rival ist nah hinter mir. Komm schon! Wir schaffen das! Und Ziel! Haha, Erster! Das fühlt sich gut an. Großartige Saison. Du wirst die Grid World Series dominieren. Der Sponsorenvertrag steht schon fest. Jetzt kommt es nur noch auf dein Können an. Nach diesem Dreher so ein elektrisierendes Finish abzuliefern. Bei diesem Rennen und dieser WSR-Serie wird uns viel in Erinnerung bleiben. Was kommt als nächstes? Also für diejenigen, die gut genug waren, bis hierher zu kommen und die Spitze der Rangliste zu erobern, kommt als nächstes die Grid World Series. Die WSR ist der Härtetest. Die Grid World Series, die echte Herausforderung. Dort treten die besten Fahrer der Welt in den verschiedensten Disziplinen an, um den ultimativen Rennfahrer zu küren. Dem haben wir nichts mehr hinzuzufügen, Kristen. Während es in der WSR heute so langsam wieder ruhig wird, werden in der Grid World Series die Motoren angeworfen. Und man macht sich bereit für die spannendste Renn-Action, die es gibt. Und wir sind natürlich live mit dabei. Das war ja ein motivierender Start. Dann wollen wir mal gucken. Wir können mehr Spieler, wir können die Karriere starten. Das machen wir mal. Und fangen an mit dem TC2 UK Open Race. Schließe mindestens Rang 3 ab. Okay, wir haben 100.000. Was können wir uns leisten? Ein Audi. Leistung, Gewicht. Oh, der ist aber schwer und hat wenig Leistung. Der ist...
Hat weniger Gewicht, mehr Leistung. Weniger Gewicht, weniger Leistung. Ich glaube, wir sollten den Subaru nehmen. Oh, ich hab Bock auf den Golf GTI. Komm, wir nehmen den. Geiz ist geil. Mein erstes Auto. Okay, Lackierung. Haben wir nichts. Lass mal so, wie es ist. Und nimm den, würde ich sagen. Waschen und neu lackieren. Ja, kommen wir zurück. Alles klar. Es geht los, liebe Freunde. Hallo Mit und Grit willkommen und zum meinem heutigen Golf. Event. Kristen, was steht heute auf dem Programm? Das wird ein enges Rennen mit Ellenbogeneinsatz und blauen Flecken. Wenn du da ohne Kratzer im Lack wieder rauskommst, warst du entweder die ganze Zeit in Führung oder du hattest extrem viel Glück. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? Okay, starten wir gleich mal. Wir überspringen das Qualifying und alles und gehen gleich ins Rennen direkt rein. Dann starte ich zwar von ganz hinten, aber wurscht. Drei Runden haben wir zu fahren. Oh, geht schon gut los. Da rollen wir von hier auf. Ah, siebter. Geht doch. Boah. Okay, BS-Handbremse. Muss ich noch eben testen. Punkte. Ich bin Achter. Verdammt. Aber noch erste Runde. Das ist gut. Boah, ganz gebumst. Gutes Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Würde ich gern, wenn sie mir nicht im Weg sind. Nah dran, Combo. Na, weg mit dir. Innen überholen, nah dran. Ha. So muss das. Aua. Aber ein Power Drift, geil. Wir sind Vierter, letzte Runde. Letzte Runde, los jetzt, machen wir ein paar Plätze gut. Dritter. Boah, geil durchgedriftet. Mitten
einem Super-Kombo, Ultra-Kombo. Oh geil, sind wir da gut rangekommen. Ah, nur Dritter. Aber immerhin, wir haben den dritten Platz. Genau das, was wir erreichen sollten. Kosten 563, Gewinne Teamkollege. Yes, wir haben 12.000 Cash. Mega nice. Weiter. Wir hätten aber auch Erster werden können. Aber wir müssen ja erstmal, oder im Allgemeinen muss man sich ja erstmal an die Fahrphysik gewöhnen. Und haben jede Menge freigeschaltet. Okay, nächste Runde. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter vier Augen. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. Qualifying überspringen. Egal. Und Start. So, wir sind auf dem 12.13. Ah, ärgerlich. Aber boxen uns durch. Eieiei. Bremsen. Oh. Ist ja mehr ein Domino spielen als ein Rennen hier. So. Nein. Oh, mega durchgeriftet! Oh. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Was für ein krasses Rennen! Wie ätzend! Letzte Runde. Versuche in die Top 3 vorzustoßen. Hey, Top 3 ist mein Ziel also. Katja hat sich auch verbremst. Jetzt müssen wir nur noch den dritten halten. Sein Kofferraum geht schon auf. Und dritten Platz haben wir gehalten. Hervorragend. Und jede Menge Cash. Aber auch jede Menge Bums. Der nächste bitte. Weiter. Nächstes Rennen. Mal gucken, wo wir da hinkommen.
So, was nehmen wir denn jetzt? Wir haben hier schon mal den Goldstatus erreicht oder die Ziele erreicht. Jetzt können wir Asia. Probieren wir das mal aus. Nehmen wir Asia. Nehmen wir eine neue Gurke. Was können wir uns denn jetzt leisten? Wir nehmen mal den Audi. Wir haben es ja. Den nehmen wir. Mal gucken, was Asia zu bieten hat. Ob wir da weiterkommen. Hier sind wir also in Okutama mit einem weiteren spannenden Event der Grid World Series. Was kannst du uns zur Strecke verraten? Es ist eine der malerischsten Strecken, die es gibt. Davon darf man sich nicht ablenken lassen. Es gibt hier mehrere lange Kurven, in denen man ein bisschen driften kann, um die Menge zu unterhalten. Danke, Kristen. Es wird Zeit, unseren Blick auf die Strecke zu richten, denn die Veranstaltung wird gleich losgehen. Ich muss schon sagen, das Fahrverhalten gefällt mir schon echt sehr gut. Es hat einen ganz, ganz kleinen Touch Arcade-mäßige Steuerung, aber der Großteil ist Simulation und es fährt sich doch schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und dann probieren wir jetzt den Audi aus. Okay, Rang 13 habe ich mich jetzt eingependelt und von daher muss ich aufholen. Dann hat Jan schön gebumst. Meine Teamkollegen ziehen an mir vorbei. Nein! Boah. Geh da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus. Da kann das Gas. Nee, das geht ja gar nicht. So, von da aus ziehen wir daran vorbei. Halt dich zurück. Du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Das ist mir egal. Zweite Runde. Du hältst gut mit. Ein Power Drift. Aber der Audi fährt sich schon ganz anders wie der Golf. Ganz anders. Der ist ein bisschen träger, der Golf war ein bisschen bissiger. Boah, Karre kaputt. Letzte Runde. Lass uns aus der Mitte rauskommen. Leicht gesagt. Nick noch kriegen. Nein, ich hab's nicht geschafft. Oder? Nein. Wir haben's nicht geschafft. Wir haben versagt. Was heißt wir? Ich habe versagt. Ja, weiter mal gucken.
welche Strecke jetzt auf uns zukommt. Aufstieg! Hey, Level 2 geschafft. Nein. Belohnung. Weiter. Asien, Runde 2. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter vier Augen. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Keiner wird wissen, wie es ausgeht, denn leider sind die 30 Minuten vorbei. Aber ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick von dem Spiel bekommen und habt selber Bock drauf bekommen. Dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß dabei. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ansonsten schaut mal gerne in meiner offiziellen Xbox Games Collection von Upset auf YouTube. Da sind über 730 verschiedene Spiele drin. Ja, und da ist bestimmt was dabei, worauf du noch Bock hast. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, euer Family Guy. Hey.